Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore, uff pelzig. So, jetzt gehen wir mal in die Wäsche von der Stadt, bevor der Hund sich hier noch einen Wolf schnuppert. Was ist denn hier? Die Königin wird persönlich beim Rennen abwesend sein. Der Gewinner von dem Rennen wird dann wohl die Königin, von der Königin ins Schloss eingeladen. Aha, könnt ihr noch eine Idee. Im Süden von der Stadt findest du die beste Geschäfte, aber hier in der Straße ist es billiger. Mhm. Die Freakshow im Norden ist total abgedreht. Der Veranstalter ist Meinold. Ja, das haben wir schon erfahren. Gleich geht die Wutze-Show los. Ich muss einen guten Platz erwischen. Seit wir hier sind, hat sich die Königin sehr merkwürdig verhalten. Sie ist zwar immer noch nett, aber ich glaube, dass es nicht ernst gemeint ist. Mhm. Die Freakshow in der Festwege war wirklich sehr amüsant. Unheimlich, aber gut. Hast du zufällig den König gesehen? Seit wir noch Carstone gezogen sind, macht er sich sehr rar. Mhm. Hast du jemals einen Ogling gesehen? Die Dinger sind unheimlich. Viel unheimlicher noch als Heino ohne Perücke und Brille. Oh je, Heino hat's doch noch gegeben. Ich muss einen guten Platz beim Schweinerennen verwischen. Das wird ein aufregendes Rennen. Hey, wimmelt's davon Leid. Ich stehe auf Wutzerrennen. Das ist der Weg, gehe ich zum Wutzerrennen. Ja, na dann. Hast du die Freaks gesehen? Besser als die volkstümliche Hitparade. Ach du liebe Zeit, das scheint ja ganz schrecklich zu sein. Was ist hier aber? Ah, das klingt doch schon, als wäre das hier die Freakshow, oder? Im Norden haben sie ja gesagt, das scheint ja wohl zu sein, der gute Meinhold. Meine Damen und Herren, treten Sie näher und sehen Sie Dr. Meinholds Freakshow. Wenn Sie Zeuge von Dingen, die Sie in Ihre schlimmsten Albträume übertreffen, erleben Sie den Horror, den Ihnen im alltäglichen Leben fehlt. Kommen Sie und gucken Sie und staunen Sie vor allem. Hier entlang treten Sie ein, Brechtüte am Eingang erhältlich. Und das früher noch kein Horror-Let's Plays gehabt, muss man uns eben hässliche Menschen angucken. Ich habe gehört, dass hier Fake Welt ausgestellt werden. Anna. Hier sind so mehr Freaks als beim Konzert von der Nelly Family. Alter. Das ist schon ziemlich schäbig. Ach ja, war wie gesagt 1995. Darf man nicht vergessen. Hey Kleiner, du hast das Zeug zum Star, wie wär's denn? Wir schnallen da Kokosnusshälfte um, polstern an anderer Stelle ein bisschen aus und du bist die Mannfrau. Was sagst du dazu? So ein Quatsch. Na toll, jetzt will ich einen Star aus dir machen, das ist jetzt der Dank davor. Ja. Auf sowas kann ich verzichten, Kerl. Wie sieht's jetzt hier aus, nochmal? Okay, der babbelt dasselbe Scheiß jetzt gerade noch einmal. Na gut. Aber ich muss sagen, hier gefällt mir die Musik irgendwie besser. Das passt richtig gut. Kotzt du da am Eingang? Okay. Jetzt brauche ich aber erst einmal einen guten Schluck Wasser. Ambrosia. Ambrosia. Okay, jetzt reden wir nochmal mit dem. Hey, Kleiner. Willst du die Show sehen? Ja! Hast du ein Ticket? Ja, klar! Hier lang! Sau gut! Nun? Sorry, kein Hunde! Du wartest hier, Leverwurst, ich bin gleich zurück! Ja, abwarte, was jetzt noch kommt! Natürlich, renne wieder in eine Katze nachher! Du kommst gerade recht, na los, komm schon! Ah, na! Wie tappig. So. Der Station wird das Wunder von der Schöpfung übers Wunder der Schöpfung noch denken lassen. Alle hopp. Sie werden sich freuen, wie die Kreatur leben kann. Dadurch gibt's keine Antwort, dennoch ist es eine Tatsache. Hier ist Mr. Head, der Mann ohne Körper. Ist auch überhaupt nicht billig gemacht. Ich habe keine Probleme mit Rheuma und Gliederschmerzen. Groovy. Ist ja überhaupt nicht billig gemacht und er hat doch überhaupt keinen Körper unter der Kiste oder so. Die nächste Kreatur stammt aus der unerforschten Höhe von der Schweizer Alpen. Nee, es ist nicht etwa die lila Kuh, sondern eine Kreatur, die noch viel furchtbarer aussieht. Das ist die Einhörnicht-Sieg. Faszinierend, oder? Einfach so Partyhut aufgesetzt. Vorsicht, bitte den Zorn berühren. Okay, die Leute waren früher offensichtlich wirklich sehr viel leichter zu beeindrucken. Folgen Sie mal weiter, es wird noch besser.
Nix für schwache Nerven. Die nächste Attraktion, über die das Blut in der Adrenalin frieren lassen. Die ekelhaft bösartig und alles verschlingende Bestie erzeugt Grauer, wo immer sie auftaucht. Sein Zäh sind länger als die Bäh von einer Giraffe, sein Körper ist behaart als der von einem Aff. Sein Aare hypnotisieren jede andere Kreatur in kürzester Zeit. Seien Sie gewarnt, das Graue hat einen Namen, es heißt Lacosius. Na sowas, Lacosius ist entkommen. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Kleiner. Lacosius ist sehr gefährlich. Naja, wie gefährlich kann der schon sein, ne? Wenn aber deine ganze harmlose Freaks hier unterwegs ist, ich weiß ja nicht. Aber mich deucht irgendwie, dass wir den noch treffen könnten. The show must go on, hier nur unser neuerste Attraktion. Sie werden ihre Aare der Trauer, Kreatur, die aus zwei Gattungen besteht. Ich präsentiere zum ersten Mal in der Show. Der einzigartige, unglaubliche Schwudel. Oh je. Nanu, Leverwurst, bist du das? Du hast dich in dem seltsamen Spiel schon oft verändert, aber das ist ja wohl zu albern. Wenn du einfach eine Schweinemaske aufgesetzt. Wo willst du nie, Leverwurst? Mit dem Schweinsgesicht, den ich auch wegrenne. Okay, aber wir bleiben noch ein bisschen hier drin. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir Schweine als Pudel verkleidet hätten. Oh, da ist ein Gesicht erschienen. Sieht so aus, als wäre das tatsächlich etwas, was gefährlich ist. Dame und Herren! Der ist ein bisschen planlos gerade, unser Pudel. Das große Wutzeringe fängt gleich an. Auf die Plätze, fertig, los! Die Musik. Trüffeltrappel führt's Feld an. Warten, da erscheint noch ein weiterer Teilnehmer am Start. Unglaublich, was ein Wutz! Die Musik. Wir haben einen Gewinner! Wem gehört die Wutz? Ich schätze, das ist mein Schwein. Die Ehre am Parkett von der Königin teilzunehmen steht jetzt zu. Glückwunsch! Na, la Leverwurst, du siehst so aus, als ob du uns weiter Call verhätscht. Vielleicht weiß er ja, wie wir wieder zurückkommen. Okay. Wir folgen wohl dem illustre Pöbel hier. Und nehmen unseren Schweinehund mit. Der Besitzer von der Gewinnerwutz ist hier. Mein ganzes Geld, alles futsch. Geht schneller rein, bevor ich mir das anders überlege. Also der Torwächter hier ist absolut reizend. Oh, scheiße, sieht's hier aus. Schick, schick, schick. Leverwurst, wo bin ich denn jetzt hier gerannt? Ich hoffe, er stellt keine Usina. Oh, da sitzen lauter adliger Kürbisköp. Und wir sitzen direkt zu der Rechte von der Königin. Liebe Gäste von dem Bankett, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitte? Es wird erst gespeist, wenn die Königin da ist. Wow, was ein prachtvolles Schloss. Mag Nobel, was soll die Burg eingerichtet haben? Überall die edle Seidestoffe mit deiner Zeichnung. Und du sollst erst einmal die Toilette im Ostflügel sehen. Selbst die Klobürste, ein fantastisches Design. Er ist begnadet, ich muss ihn gratulieren. Werte Anwesende, bitte setzen Sie sich, die Königin wird gleich erscheinen. Bürger vom Chaosturm, verehrte Gäste, hier ist Ihr Majestät, die Königin. Ach du Scheiße. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wen haben wir denn hier? Das ist Ackermann, der Besitzer von Gewinnerschwein. Es ist eine große Ehre, Herr Ackermann. Ich bin Brunhilde von Chaosturm. Hi, Bruni. Ich meine, Königin. Wissen Sie, wo mein Hund ist? Er ist mir in die Burg gefolgt und dann verschwunden.
Sag, leb wohl, mein kleines Schweinchen. Du wirst mein Meisterwerk beim Bankett von der Königin sein. Frisch dich doch schon, oder? Betrug, du bist doch gar keine Sau. Egal, Pierre wird dich geschmackvoll zubereiten. Und der Pierre hat mal früher in der Palz gelebt, deswegen rett auch pelzig. Komm schon her, du mutiertes Engelbauchschwein. Oh Mann, 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 Mann. Okay, jetzt sind wir in einem Part gelandet, wo wir nur mit dem Hund unterwegs sind. Ich weiß noch, dass wir, jetzt wo ich wieder hier bin, ahne ich, glaube ich, dass es hier noch ein paar versteckte Passage gibt, die man nur dann finden kann in dem Moment. Deswegen muss ich jetzt hier absolut gründlich gucken. Ach, wenn es dann etwas länger dauern kann. Aber ich habe im Kopf, dass man hier ein paar Sachen findet, die man sonst nett findet im Spiel. Zum Beispiel hier so eine Passage. Gehen wir mal kurz hoch. Ups, wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Das bringt uns aber nicht weiter. Scheiße, das kann man nicht aufmachen. Warum kann man das nicht aufmachen? Verschlossen. Mist. Ich habe aber noch echt in Erinnerung, dass das so war, dass wir hier mit dem Hund die Sache eigentlich aufmachen können. So, so wird's nix, so wird's nix, so wird's nix. Nee. Scheiße, da können wir nicht aufmachen. Aber ich glaube, der Schlüssel oder so, den kann man finden. Ich glaube, der Schlüssel kann man finden. Und den hängt man sich dann um den Hals. Also den hängt sich der Hund dann spieletechnisch gesehen um den Hals. Oh Mann. Mir ist es echt schon irgendwie. Ist schon lang, lang her. Okay, da geht's irgendwo sicher weiter. Wie schaut's da unten aus? Boah, es ist, glaube ich, aber erst wirklich das dritte oder das vierte Mal, dass ich das jetzt durchspiele. Ich glaube aber sogar eher erst das dritte Mal, weil so viel habe ich das früher nicht gespielt. Okay, wo geht's dann hier lang? Da und da. Da waren wir schon. Da können wir nicht durch. Ah, da muss es da der Weg sein, ne? Ja, aber da kommen wir auch nicht an das Ding dran. Scheiße. Okay, ich brauche aber dringendst den Schlüssel. Und ich glaube, es war bei vielen von deiner violette und braun-orangene Rohre, wo man dann an den Schlüssel dran kommen kann. Und mit dem ist man dann mit dem Bu, mit dem Ackermann später in der Lage, die Dere zu öffnen. Glaube ich zumindest. Das ist echt, echt ewig her. Ich kann es auch nicht aufmachen hier. Nee. Verschlossen. Verschlossen. Obwohl ich es kenne, ist doch vieles irgendwie wieder neu für mich, muss ich gestehen. Heieiei. Okay, da geht's nicht. Du gehst nur hier rum, okay. Sieht schon mal ganz gut aus. Das könnte aber sein, dass das schon der Ausgang ist. Oder? Oh Mann, yes, ist er leid. Gerade nochmal hier rein, oder? Okay, du gehst da hier. Und da ist wieder eine Truhe, die ich nicht aufmachen kann. Und du gehst immer wo runter. Da wird verschlossen sein wieder. Na? Ja, verschlossen. Okay, bevor ich jetzt aber dort durchgehe, mag ich erst nochmal in die andere Teile gucken. Weil ich glaube, mich zu erinnern, es war irgendwo, wo viele Rohre beisammen waren, wo es so zu dem Schlüssel hier geht. So, war ich hier schon? Sieht nicht so aus. Nochmal. Runter. Und wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach du liebe Zeit. Ja, so viel zu, ich muss gründlich gucken, da ist was, ja. Da ist was, das ist ein geheimer Weg wieder. Da. Dann da. Und dann wieder hier. Hier entlang. Ist auf jeden Fall was Geheimes hier. Moment, hämmer gleich, ja.
War das du? Moment, Moment. Geht's dann hier jetzt lang nochmal? Du. Moment. Du ist Oma. Okay. Hallo, Klänger, nicht oft verirrt sich jemand hierher. Ich häng ja den Schlüssel zum Schloss um den Hals. Okay, sehr, sehr gut. Das war das, was ich gemeint habe. Okay. Oh, mein Rheuma, wo ist meine Medizin? Okay, sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt habe ich den Schlüssel gefunden. Das ist schon mal sehr praktisch. Dann können wir nämlich später als Ackermann die ganze Kiste flattern gehen. Das ist sehr, sehr gut. Moment, und da geht's aber nicht so lang. Das, so muss ich dann hier beim offiziellen Weg wieder irgendwo hier. War das dann hier? Nee, Quatsch, da komme ich nur zu der Oma. Okay. Doof wollte ich aber hier. So, noch einmal. Scheiße, jetzt finde ich den Kackweg hier irgendwie raus. Wo war dann das? Wo war dann das? Ah, okay, hier. Sehr gut. Puh. Jetzt habe ich auch gerade wieder einen Brand wie noch was. Boah, schlimm. Ich habe das Gefühl, das ist Salzwasser. Das macht mehr Dorscht, als dass es Dorscht löscht gerade. Ah, okay, das war hier, genau. Da haben wir die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten gehabt von der Schächter. Aber wir haben den Schlüssel gefunden. Das ist schon mal der größte Vorteil, den man jetzt haben kann hier. Okay, sehr, sehr gut. Hat mich aber meine Erinnerung getrübt, offensichtlich mit einer Rohre. Kann das jetzt aufmachen? Verschlosser? Nee. Okay, das bringt anscheinend nichts hier. Dann nochmal weiter. Hier nicht. Da nochmal. Dann eventuell doch der ganz rechts. Ja, ja, das haben wir schon gefunden. Das haben wir schon gefunden. Da waren wir schon so freundlich. Dann müssen wir anscheinend wieder noch links. Wo geht's da lang? Da sind wir wieder dort, okay. Ich und Orientierung. Ich glaube, als Kind hat es noch länger gebraucht. Aber ich bin schon echt derjenige mit der miese... Sag mal, dann sage ich das. Koordination... Ortskenntnis, wie auch immer. Mann, 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 Mann. Jetzt habe ich sogar noch Wortfindungsstörungen. Scheiße, und ich renne die ganze Zeit nur im Kreis rum. Doch, hier runter. Wo war dann das? Mann, 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 Mann. Eigentlich müsste ich es besser wissen. Bei mir daheim sieht es doch genauso aus. Müsste ich doch eigentlich wissen, wo ich lang müsste. Schlimm, 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 wenn man keine Orientierung hat. Jetzt habe ich das Wort wieder. Wenn man absolut null Orientierungssinn hat. Schlimm sowas. Probieren wir es nochmal ganz links. Also der Rekord war am schnellsten Secret of Evermore durchgespielt, krieg ich garantiert nicht. So viel kann ich schon mal versprechen. Wenn ich jetzt nur noch mal wüsste, wo es lang geht. Nö. Bla bla bla. Bla bla bla. Wo war dann der Weg? Wo war dann der Weg? Vielleicht hier? Vielleicht da? Kann aber auch sein, dass ich da schon gewesen bin. Da? Ja, da war was Geheimes. Sehr gut. Das ist der richtige Weg, glaube ich. Aber ich mag mich da nochmal kurz umgucken. Obwohl ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Okay, ja. Da ist noch so ein Kasper, der hier in der Gegend rumtrollt. Aber dort rum geht's, genau. Versteckt.
Und dann müssten wir hier auf dem richtigen Weg sein. Du gehst vielleicht schon raus. Und das ist nur ein Graus. Okay. Ist hier noch irgendwas? Gucken wir gerade mal. Aha. Du ist nochmal was Geheimes. Okay. Dann war das doch der andere Weg, weil als Hund ist es relativ sinnfrei, das zu machen, weil man können die. Wir können ja die Truhe nicht öffnen. Okay, so. Du bist auch verschlossen. Wo war das dann? Wo war das dann? Ach, könnte ich mich doch nur erinnern dran. Dann vielleicht doch du? Aber da ist nur das hier. Und da in der Rüstung komme ich nicht ran. Nee, das bringt nichts. Aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist nach wie vor, oder? Komme ich da irgendwo durch vielleicht? Da zu dem geheimen Schacht, aber? Wie war dann das? Ach, wüsste ich doch nur noch. Waren hier noch geheime Wege? Nö, eigentlich nicht. Du gehst nur hier zu dem Gedöns. Mist! Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Der bringt uns nichts, der bringt uns nur zu dem Raum. Und da vielleicht nochmal ein bisschen umgucken. Wo ist es dann? Nee. Das geht nicht. Manometer. Na dann muss ich wohl wieder zurückrennen. Schade, ich habe gedacht, das wäre der richtige Weg. Naja. Ich würde sagen, aber ich mache an der Stelle einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, euer Yankee.